Wir sind hier im JKO, Junges Quartier Obersendling, direkt an der U-Bahn-Haltestelle Machtelfingerstraße. Das JKO ist ein relativ neues Areal der Landeshauptstadt München, an dem verschiedene Träger, freie Träger aus dem sozialen Bereich, ein neues Zuhause gefunden haben. Wir mit der IG, der Initiativgruppe, sind 2018 mit dem Projekt Mikado hier ins JKO gezogen. Und inzwischen sind wir hier vertreten in 3 Gebäuden mit 8 verschiedenen Projekten. Die Projekte und Angebote werden wir euch in dem virtuellen Rundgang noch genauer und detaillierter vorstellen. Ziel ist es, im JKO die Stadtgesellschaft hier mit einzubinden und unsere Angebote und auch teilzunehmen am Leben der Menschen hier in dem Stadtviertel Obersendling. An dieser Stelle auch ein großes Dankeschön an die Landeshauptstadt München, dass wir hier an diesem wunderbaren neuen Standort unsere Angebote und Projekte realisieren und organisieren können. Und wir freuen uns auch über die konstruktive, gute Zusammenarbeit mit den anderen freien Trägern, wie zum Beispiel die IMMA oder die Schlauschule, Kaffeenetzwerk und auch das Sozialbürgerhaus. Hallo, guten Tag. Dobar dan, dobri den, buongiorno, ciao. Wir sind hier im Sprachkursprojekt in der Schertlenstraße 2a. Ich bin die Valentina. Wir haben hier allgemeine Integrationskurse, einen Alpha-Kurs und 2 Jugendkurse. Die Kurse werden vom Bundesamt gefördert und unsere Teilnehmer und Teilnehmerinnen lernen hier Deutsch bis zum Niveau B1 und schreiben dann einen DTZ, also einen Abschlusstest. Und wir haben hier 6 Kursräume, ein Beratungsbüro und ein Lehrerzimmer. Die Kurse finden vormittags, nachmittags und abends statt. Hallo, ich bin Isabella Farugu. Ich komme aus Italien, aber ich bin Albaner. Ich habe hier Jugendkurs gemacht und ich habe B1 geschafft. Momentan mache ich Orientierungskurs. Der Unterricht war super, haben wir viele Freunde getroffen und die Lehrer waren sehr cool. Hallo, ich bin Saskia von Spreng, ich bin Sozialpädagogin und betreue den MIA-Kurs bei der Initiativgruppe. Der MIA-Kurs ist ein Mittelschulabschlusskurs für Migrantinnen und Migranten über 25 Jahre. Das heißt, die machen bei uns eine Vorbereitung für den Mittelschulabschluss und legen dann nach einem Jahr extern diese Prüfungen ab. Und da haben wir auch eine ganz gute Erfolgsquote. Also die letzten Jahre haben immer alle auch die Prüfungen geschafft und den Mittelschulabschluss erreicht. Ein anderer Kurs, den wir hier anbieten, ist ein Kurs, der sich Startklar nennt. Der ist für unter 25-jährige Flüchtlinge. Da haben die meisten schon einen Schulabschluss, das heißt, die werden bei uns unterstützt, einen Ausbildungsplatz zu finden. Und für die, die noch keinen Schulabschluss haben, gibt es auch da die Möglichkeit, dass sie den Mittelschulabschluss nachholen oder auch den qualifizierenden Mittelschulabschluss. Eine letzte Maßnahme, die wir hier machen, heißt Jobcoach. Das ist individuelles Bewerbungstraining für Migranten und Migrantinnen, die entweder Arbeit suchen oder einen Ausbildungsplatz. Die werden 1:1 von einem Coach unterstützt. Die suchen gemeinsam nach passenden Stellen, machen Bewerbungsunterlagen. Es gibt eine Vorbereitung auf die Vorstellungsgespräche. Und in der Regel werden die Teilnehmer so lange unterstützt, bis sie tatsächlich die Stelle gefunden haben. Also wir sind Ikiko. Ich bin der Marcello. Ich bin der Abu. Und wir beide arbeiten als Werkstudenten beim Projekt Ikiko. Was Ikiko macht, ist, wir veranstalten Lerncamps für Grundschüler. Und diese Lerncamps finden immer in den Ferien statt. Und dabei liegen unsere Schwerpunkte auf der Sprachförderung, speziell der Leseförderung. Diese Leseförderung verbinden wir mit Bewegung, also auch spielerisch wollen wir da die Kinder stärken in dem Bereich. Und auch ein Fokus liegt auf der Diversität. Das Besondere an diesen Lerncamps ist, dass wir bei einer durchschnittlichen Zahl von 35 Kindern haben wir 11 Betreuer dabei, also der Betreuungsschlüssel ist sehr hoch. Das ermöglicht uns eine sehr intensive Arbeit mit den Kindern. Wir wollen eben ein ganzheitliches Projekt anbieten, das heißt,
wir wollen diese Sprachförderung nicht nur punktuell, sondern durch den ganzen Tag hindurch an die Kinder heranbringen. Und das ist so das zentrale Ziel. Unser Tagesablauf sieht wie folgt aus. Wir haben für jedes Camp ein Leitthema, ein Motto, dem wir uns richten. Und am Vormittag sind die Kinder bei unseren Klassenräumen. Die Camps finden oft in, oder größtenteils an Schulen statt. Dort bieten wir ihnen vormittags eine alternative Möglichkeit, neben dem Schulunterricht auch in den Ferien die Förderung zu bekommen, die jedes einzelne Kind dann auch benötigt. Wir gehen gemeinsam Mittagessen und anschließend am Nachmittag haben wir dann eben unser Sportangebot, unser Bewegungsangebot und das immer auch angelehnt an unser Leitthema und an unser Motto. Im Sommer war das Leitthema unserer Camps das Theater, das Theaterspielen. Das letzte Camp im Herbst. Da hatten wir das Thema Unsere Welt im Herbst. Also wir haben immer thematische Schwerpunkte, die wir pro Camp setzen und daran lehnen sich dann die verschiedenen Angebote an. Und unser großes Ziel ist es, den Kindern Freude zu bereiten, den Kindern zu zeigen, dass Lernen auch Spaß machen kann, dass Lernen Spaß macht. Und herzlich willkommen bei FIPS. FIPS ist Frauen in Beruf und Schule, ist ein Projekt der Initiativgruppe e.V. und bietet Angebote für Migrantinnen, die in erster Linie sich auf den beruflichen Einstieg vorbereiten wollen. Unsere Angebote sind in erster Linie ausgerichtet auf die Mütter und ihre familiäre Situation. Wir werden unterstützt durch Referat für Arbeit und Wirtschaft und sind seit 25 Jahren auf dem Markt und sind ein wichtiger Bestandteil der Förderung der Migrantinnen in München geworden. Also im FIPS finden Frauen jeglichen Alters oder auch in verschiedenen Lebenssituationen folgende Dinge. Wir haben zum einen die Beratung, dabei werden in Einzelgesprächen ihre beruflichen Ideen, Wünsche, Fragen beantwortet, bearbeitet, um einfach dann die nächsten Schritte für sich zu finden. Genau. Die Frauen können irgendwohin weiterempfohlen werden, je nachdem, was ihr Plan ist, was ihr Wunsch ist. Oder ebenfalls können sie auch im FIPS weitere Angebote finden. Zum einen, wie Sie vielleicht schon gesehen haben, in den Kursen haben wir einmal Qualifizierungsangebote. Das eine ist der Hauswirtschaftskurs oder besser gesagt ist ein vorbereitender Lehrgang auf die Abschlussprüfung zu einer Hauswirtschafterin. Examiniert. Das andere sind Berufsorientierungskurse, nennt sich Mosaik und Kompass. Und der Unterschied ist, im Kompass haben bereits die Frauen meistens ihre Berufe, vielleicht auch schon höherqualifizierte und können daraufhin nochmal in Deutschland neu aufbauen. Und die Mosaik können sie dann nochmal auch genauer ihre Berufswegeplanung finden. Eventuell haben sie auch noch keine Berufe oder Ausbildungen. Genau. Ich bin Lina Ismail. Ich bin zusammen mit meinem Kollegen Ramazan Demilek seit Anfang, Mitte 2020 bei Queer Europe Projektkoordinatorin. Und ja, ich bin hier zur IG nach meinem Studium gekommen und bin ganz froh, dieses tolle Projekt Queer Europe gemeinsam mit meinem Kollegen leiten zu dürfen. Queer Europe ist ein Mikado Empowerment Projekt für queere Jugendliche of Color zwischen 14 und 27 Jahren, die durch Rassismus und Mehrfachdiskriminierung entpowert werden. Queersein nehmen wir dabei als Überbegriff. Das heißt, bei uns sind alle willkommen, die sich als schwul, lesbisch, bi, intertrans oder sonst innerhalb oder außerhalb des Spektrums von Geschlecht und Sexualität verstehen. Uns gibt es seit Anfang 2019 und damals ist aus dem IG-Jugendverein der Wunsch entstanden, einen Raum speziell für Jugendliche zu schaffen, die ansonsten in der doch sehr weißen Freizeitlandschaft und in der weißen queeren Landschaft keinen Anschluss finden. Das heißt, bei Queer Europe werden die Jugendlichen und jungen Erwachsenen selbst zu MultiplikatorInnen und sie werden selbst aktiv. Diesen Sommer waren wir dabei auf der Black Lives Matter Demo. Eine Jugendliche hat zum Online-CSD bei einer Podiumsdiskussion gesprochen, die auch live übertragen wurde. Wir haben im Sommer einen anderen queeren Jugendverein in Augsburg getroffen und uns mit ihnen vernetzt.
Und das heißt, bei uns ist immer ganz viel los. Und damit das auch weiterhin so bleiben kann, sind wir auch immer wieder auf Spenden angewiesen. Das heißt, wir werden jetzt bis Dezember 2021 anteilig von der Aktion Mensch gefördert. Und damit das nachher noch mit unserem Programm in 2022 und hoffentlich noch ganz lange weitergehen kann, brauchen wir auch neue Fördermöglichkeiten, damit dieses Projekt für die Jugendlichen noch ganz viele Ideen umsetzen kann. Willkommen im Reservenwohn. Wir sind zuständig für Familien mit Flüchtlingshintergrund. Wir sind 14 Mitarbeiter. Hier haben wir schon angefangen im September 20 mit dem Projekt. Da waren doch die ersten Einzüge. Die Strukturen, die wir jetzt hier haben, die sind einfach Familien, Alleinstehende mit Kindern und auch Frauen mit deren Mutter oder einfach Geschwister. Momentan sind wir mit 22 Personen hier, also die wohnen bei uns 22 Personen und sind auch aus verschiedenen Ländern, es sei denn jetzt sag mal aus dem Nahen Osten oder aus afrikanischen Ländern. Hallo, ich bin Sokol Lamai und arbeite für Bund Kikgut hier im Jugendquartier Obersending. Bund Kikgut gibt es bereits seit 1996 und wir sind die interkulturelle Straßenfußballliga in München. Bund Kikgut benutzt das Fußball als Medium, um Kinder und Jugendliche in ihrer Entwicklung zu fördern und zu stärken. Ich bin die Andrea, bin Azubi im ersten Lehrjahr und ich habe mich für Bund Kikgut als Ausbildungsstelle entschieden, weil ich das Projekt toll finde und Fußball meine Leidenschaft ist. Ich bin Adino von Bund Kikgut, bin im zweiten Ausbildungsjahr und Bund Kikgut ist eine Familie für mich und Fußball ist ein Hobby von mir und deswegen bin ich bei Bund Kikgut.